Also ich versuche ja auf jeden Fall gleich wieder nach oben zu kommen, ohne zu sterben. Nein, diese Augen machen 22 Schaden. Das ist unmöglich. Ja, möglich scheiß Ausrüstung. Das hast du gut gesagt. Wie kann ich 22 Schaden haben und selber nur 6 Schaden verursachen? Das ist eine gute Frage. Warum? Liebes Spiel, warum ist das so? Und warum ist die Eiswelt so weit weg? Ach, das ist ja auch nur Slush. Ich versuche jetzt nochmal die Kiste abzubauen, Leute, ich muss jetzt irgendwas noch wegwerfen. Ich würde jetzt ja sagen, hey, liebe Zuschauer, ich frage euch, was kann man hiervon wegschmeißen? Da müssten wir einen Livestream machen und müssten mindestens 1000 Zuschauer haben. Ja, aber ich weiß es immer noch nicht, was man hier jetzt wegschmeißen kann und was... Also ich muss wirklich sagen, wenn wir 1000 Zuschauer haben, dann... Also ich muss auch mal ganz kurz sagen, also wenn ich bei einem Video 1000 Aufrufe habe, dann habe ich ein Lebensziel erreicht. Das klingt jetzt zwar ziemlich verrückt, aber... Das ist so ein Traum von mir, in einem Video 1000 Aufrufe zu schaffen. Ja klar, warum nicht? Also... Kann ich völlig nachvollziehen. Das ist irgendwie cool. Bis jetzt habe ich, war mein höchstes irgendwas mit 100. Nein, nein, nein. Boah, dieser Eskimo-Zombie hat mich schon fast wieder. So, ich werfe einfach mal so ein paar Tagesblumensaat. Was ist denn das? Nein, ich habe nur noch 4 Leben. Ah, das wollte ich doch jetzt gar nicht haben. Wo ist denn der Kronleuchter? Ja, da ist er. Ah, das ist ein Silberkronleuchter. Das sind 2 verschiedene. Ist ja auch noch blöd. Oh Mann, hier oben sind so viele Zombies. Oh, Gott sei Dank. Jawohl, ich habe die Kiste schon mal jetzt gesichert. Ja, hast du? Warum kann ich da nicht spielen? Oh, haben, Gott sei Dank. Oh, hui, ha, hu, hu. Bin fast gestorben. Oh Gott. So, ich trinke mal einen Trank. Boss immer was Nettes. Ich muss aber irgendwas leider jetzt wegschmeißen. Eine Sache muss ich jetzt hier loswerden. Ah, ich werfe jetzt einmal eine Axt weg. Fertig. So. Okay, jetzt muss ich nur noch es schaffen, wieder hochzukommen. Warte, ich helfe dir gleich. Ich muss mal ganz kurz erstmal die Tür von den Zombies finden. Ich baue mich einfach jetzt mal ein bisschen nach oben. So, ich hab's natürlich gesehen, hier geht's noch ein bisschen weiter. Das wäre natürlich auch noch cool zu erkunden, aber wir müssen unsere Schätze jetzt erstmal sichern. Ja. Also liebe Zuschauer, bitte versteht das und flamet uns nicht in den Kommentaren. Danke. Ich sehe dich schon, du bist ganz weit unten. Ja, hast du gut erfasst. Versuche mich gerade. Oh, die Stiefel sind ein Traum. Die Stiefel muss ich unbedingt haben. Ich könnte die jetzt ja mal anziehen einfach. Ja, zieh die mal an. Ich will mal wissen, was passiert. Ich bin schnell. Ich bin so schnell. Ja, wie kannst du ganz schnell laufen? Denke schon. Bist du schneller? Ja. Geil. Mann, der bringt mich noch um, dieser doofe Zombie. Ich kann es nicht abwarten. Ich sehe hier leider gerade nicht so viel. Ich weiß aber, wir sind hier durchs Wasser gefallen. Du musst weiter nach oben. Ja, ich komme hier. Einfach nur noch oben. Ich werde das andersrum machen. Ich werde das wirklich so machen, wie ich das jetzt geplant hatte, dass ich mich hier durchbaue. Mach nur 4 Schaden, irgendwie 5, 3. Ich würde ja so einen Zombie-Arm geben. Ich rüste jetzt einfach mal einen Zombie-Arm aus. Mal gucken, ob der wirklich so viel Schaden macht. Das Schwert macht gar keinen Schaden. Nee, merke ich leider. Nein! Ah, dieser fluffige Flipper hat mich ausgebissen. Ich glaube, ich sterbe gleich. Oh nö, nicht schon wieder. Ja, ich bin gleich schnell. Komme ich leider nicht. Ich brauche da leider ein bisschen länger. Ich habe nur noch 2 Leben, ich muss mir unbedingt schnell was bauen. Was ist das denn? Domino-Pfeil? Nein, der Flipper kommt hinterher. Auf jeden Fall brauchen wir uns keine Sorge mehr machen wegen Silber. Jetzt haben wir Silber gefunden, aber ist Silber echt so selten, dass man das nur in der Kiste findet? Ich weiß nicht. Silber ist auf jeden Fall was Tolles. Boah, Gott sei Dank, jetzt kann ich erstmal schnell mein Leben hier hochlooten. Gott sei Dank hatte ich noch, wie nennt sich das gleich, so ein Lagerfeuer. Ich denke, das Lagerfeuer. Aber das war gerade wirklich. Total geil. Ah, was kann ich denn, wo sind denn jetzt diese ganzen Blöcke, die ich haben wollte?
Gott sei Dank. Nummer 8, gut. Ungefähr auf der Mitte, bevor wir wieder oben angekommen sind, ist ein Lagerfeuer. Da kannst du dich dann... Ah, das klingt gut. So, ich habe jetzt 77 Leben. So, jetzt muss ich ja eigentlich hochkommen. Jetzt kann es endlich weitergehen, nachdem ich hier ständig mein Inventar sortiere. Aua, was war denn das hier? Irgendwer hat mir hier Schaden gemacht. Bist du gut, wo sind deine Ach, hier sind deine Kinder. Was ist denn das hier? Ich höre dich. Was ist denn das? Oh nein! Du bist tot. Du hast alles verloren. Mann, was war das denn? Da ist mir irgendwas... Das war ein... Alter, das war hinterher so... hinterhergesprungen. Und ich bin auch tot. Boah, das gibt's doch nicht. Und da liegen deine ganzen Gegenstände. Okay, ich warte jetzt auf dich. Ich warte auf dich. Was ist mit? Und dann, jetzt holen wir uns das zusammen wieder. Nicht. Die Rache ist unser! Warte mal, ich muss mal ganz kurz in mein Inventar gucken. Du hast ja wenigstens deine ganzen Sachen noch. Ja. Das verzeih ich nicht. Und ich habe 99 Eisblöcke. Das verzeih ich den Leuten jetzt nicht. Das verzeih ich diesen Zombies hier nicht. Das verzeih ich diesen Monstern hier nicht. Die werden jetzt meine Rache bekommen. Die haben mich die... Und ich habe nicht mehr, und das Komische ist, ich habe jetzt nicht mehr mein gutes Schwert. Warum denn nicht? Keine Ahnung. Tja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Spitzhacke zu nehmen. Macht die gerade mehr Schaden? Oh nee, aber die macht Schaden. Mein Schwert macht auch Schaden. Och Mann, ey. Ich dachte, ich schaff das da raus. Ich dachte, in meinem Leben erreiche ich mal was. Und dann erreiche ich leider nichts. Ja. Wichtig ist, dass man überhaupt lebt. Ja, ich lebe ja wieder. Das ist erstmal das, das Allerwichtigste, dass stirb, man erstmal lebt. Zombie, stirb! Alles deine Schuld! Ja. Nein. Aua. Hast du dir das gemacht? Yeah. Aua. Bin ich das? Nee. Manchmal, ja. Manchmal machen wir das. Das ist mir schon mal aufgefallen. Wir laufen auf gleicher Höhe. Wir machen das die ganze Zeit falsch. Wir dürfen nicht nebeneinander, also einer vor dem und einer hinter dem Gegner. Und dann schleudern wir uns nämlich den Gegner ständig zu. Ja, stimmt. Dann dürfen wir nicht rein. Nee, ich will ja hier eigentlich nur hoch wieder. Auf der Seite. Mann, wie komm ich denn hier nicht hoch? Komm ich? Sicher, dass das ja, geht. Was, wieso ist denn das hier? Ach ja, stimmt, das geht gar nicht. Hab mich geirrt, wir haben jetzt ja da unser Haus gebaut. Da war früher mal ein Eingang. Ich muss gegen zwei Eisklipper kämpfen. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, glaube ich, oder? Ja. Komm schon, wir schaffen das. In dieser Folge schaffen wir das noch. Hoffe ich doch. Wir müssen unbedingt den Schatz bringen. Wir brauchen das Auge. Das Auge ist das Allerwichtigste. Ich müsste das ja eigentlich alles wieder aufsammeln können. Ja, hoffentlich. Und die Truhe, das ist auch ganz wichtig. Komm schon! Los, Yuki! Streng dich mal ein bisschen an! Ja, es tut mir leid, dass ich so spät da war. Nein! Das ist total schlimm. Ich finde es gerade echt nur, boah... Das ist so schade. Da denkt man sich so, nein, das ist... Verschwendete Zeit eigentlich. Ja, verschwendet. Ja, es ist halt Terraria, man kann hier nicht so leicht. Aber die Welt ist total cool, finde ich. Das ist Terraria. Das hätte es damals mal auf dem Gameboy geben müssen. Ich glaube. Terraria auf dem Gameboy? Alter, wie geil das denn. Obwohl, gut, auf dem Gameboy wäre es jetzt ein bisschen klein. Ja, wollte ich sagen. Aber auf dem DS wäre das geil. Oh nee. Wieso, das? Die sind immer noch nicht unten? Oh Mann. Was ist denn hier überhaupt? Das haben wir noch gar nicht jetzt angeguckt. Wo bist du denn? Ach so, das ist ein Kraft. Wo lagen denn meine ganzen Sachen jetzt? Noch ein bisschen weiter unten, aber die müssten gleich kommen. Hier irgendwo? Hallo? Hallo? Ehrlich, so weit war ich. Die Musik, das ist schon wieder das Geile an der Mutter. Hallo? Hier, glaube ich. Hier liegt so viel. Bam, 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 bam. Ey, das ist immer so witzig, wie diese Liste hier aufgeht. Ich bräuchte allerdings mal eine Fackel, um das hier alles auszu... Das kann nicht alles gewesen sein. Ach, und da ist schon wieder so ein untoter... Das kann nicht alles gewesen sein. Wikinger. Nee, ich glaube, ich habe auch ein bisschen was aufgehoben, aber nicht alles. Hast du?
Ja, etwas. Schurigen und sowas habe ich, was total Unwichtiges. Aber die Stiefel müsstest du haben und... Das Auge und die Chefs. Genau. Hast du das? Super. Nee. Den Rest kann ich dir gerne geben. Ah, ich sehe hier schon wieder nichts. Oh, nö. Oh, ich möchte auch gerne diese coolen Stiefel haben. Was? Du wurdest schon wieder umgebracht? Was ist denn das immer? Ist das ein Schaf? Ja, das sieht aus wie ein Schaf, das stimmt. Hey. Nein, der untote Wikinger kommt zu mir. Wieso liegt denn jetzt hier ein Schwert am Anfang? Scheiße, ich habe keine Chance gegen den untoten Wikinger. Nein, der untote Wikinger hat mich getötet. Gleich kommt hier, pass auf, gleich blende ich einfach so einen Testbildschirm ein, wo nur noch Dude kommt und dann läuft er einmal drüber. Diese Folge kann leider nicht weitergehen, weil die dementsprechenden Let's Player zu frustriert waren und nur noch Schimpfwörter benutzt haben. Ah, das wird gleich passieren. Ja, so eine Quatsch. So ein Test. Wofür habe ich denn eine Rüstung an, wenn diese Rüstung mir erstens nichts bringt? Jetzt hau ich mal hier ab, da ich hau mal einfach alles rein. Mensch, jetzt ist Tag. Jetzt muss eigentlich, jetzt dürfen da keine viel mehr, also jetzt darf da nicht mehr so viel sein. Das ist doch nicht so. Jedes Mal werde ich durch diesen untoten Wikinger... Ich werde ständig von einem Schaf gegessen. Ehrlich, erkennt das etwa nicht, dass ich kein Gras bin? Ich verstehe es nicht. Die Welt macht einfach keinen Sinn mehr, in der wir leben. Okay, ich habe es mir anders überlegt. Ich möchte nicht mehr in die Eiswelt. Nee, ich mag mittlerweile die Eiswelt auch nicht mehr. Oh, das ist ja nur noch frustrierend. Die Eiswelt macht mich fertig. Ja, eindeutig. So. Mission Impossible könnte man den Part hier nennen, weil das ist wirklich eine Mission, die wir nie schaffen. Und ich hätte so gerne diese Kunststiefel, die ich gefunden habe. Die in der Kiste waren. Doch, ich hol die jetzt. Das ist cool. Ich will einmal mit denen rumdüsen. Ich hol die jetzt. Und jetzt werde ich es schaffen. Und jedes Monster, was mir in den Weg kommt, es müsste hier wirklich, wenn es diesen Stern gäbe, von Super Mario. Oh, und esse ich einfach den Stern und laufe durch alle Gegner durch. Das wäre viel besser. Aber das hier ist leider Terrarium. Ich bin schon wieder angekommen. Wursch. Ich verstehe nicht, wieso ich nicht mehr mein cooles Schwert habe, was du mir extra gemacht hast. Das hast du nicht mehr? Nein. Hm. Aber das macht nichts. Oh, ich habe Schaden bekommen. Ich bin zu weit gefallen. Oh, Pilze kann man auch essen. Und die haben Heiltränke oder irgendwas. Haben wir auch gefunden. Hast du die auch? Die liegen dann wahrscheinlich auch noch da unten. So, ich warte jetzt erstmal an dem Lagerfeuer hier. Lalalalala. Könnte das ein bisschen schneller gehen? Das wäre sehr nett. So. Auf jeden Fall macht dieses Spiel enorm viel Spaß. Dass ihr hier alles erkunden könnt. Ja, das auf jeden Fall. Ist der absolute Wahnsinn. Und wenn ihr dann sowas hier findet, wo alles natürlich vorgegeben ist, und dann am Ende ihr noch ein bisschen graben müsst und ihr dann zufälligerweise auf dieses Versteck kommt, wo dann noch dieses seltsame Auge drin ist, mit dem ihr einen Endgegner beschwören könnt, das ist das Geilste überhaupt. Das ist ja die Frage. Ich gleich erfahrt. Gibt es diese Höhle immer in der Eiswelt? Nee, die muss ja eigentlich theoretisch zufälligerweise entstanden sein. Ich wollte gerade fragen, hallo, wer ist das denn? Kommt jetzt so ein Gegner an? Ey, Hilfe! Der hat eine volle Rüstung. Ja, ich habe dich gerade als Gegner angesehen. Mann, wie viel Schaden kriegen wir denn? Ich habe jetzt schon wieder nur noch... Ja, da ist irgendwas. Das greift dich an, das hüpft dir die ganze Zeit hinterher. Ich habe keine Chance. Was ist das denn? Ich habe nur noch 12 Leben. Was ist denn das? Das ist irgendein Käfer. Warte, ich muss jetzt hier erstmal nochmal so ein Ding hinbauen. Pass auf, der greift dich, glaube ich, gleich an. Der Käfer. Ach so. Der hüpft doch da so rum. Ich stehe jetzt eher am Feuer, das ist schon mal sehr gut. Ich brauche auch mal Feuer. Hast du mal Feuer, Junge? Ah! Oh nee. Nein, wieso holst du das her? Ich Leben brauche. Nein, da ist dieser, nein, da ist dieser. Attacke, dieser los! Untoter Wikinger. Einfach nur zuschlagen, dann schaffen sie es hier nicht hoch. Das ist ja unnatürlich, dass das aber klappt. Ja, komm, wir schaffen das. Oh, wir haben einen Syrian Husk, oder was stand da gerade? Konnte ich so schnell leider nicht lesen. Komm schon, wir schaffen das jetzt hier zu zweit. Da müssen wir. Wir werden ihn doch gut ab. Guck dir das Vieh mal an. Und da kommt noch einer. Ein untoter Wikinger. Ich dachte, was soll das denn? Sag mal. Noch einer. Sag mal, ist das so ein Spawnpunkt?
Das ist super, ey. Das läuft. Das Spiel läuft, ey. Ja, Gott sei Dank habe ich erstmal gleich wieder volles Leben. Es läuft. Da kommt noch einer. Es wird immer mehr. Es ist bestimmt schon wieder Alter. Nacht geworden. Das wird auf jeden Fall der Herbst. Noch einer. Ich kann nicht mehr. Ich logge mich gleich einfach aus. Ich habe keine Lust mehr. Mein Finger tut weh. Let's go, los, alles töten, töten und töten. Also man müsste eigentlich Erfahrungspunkte bekommen. Ja, ey, dann würden wir so viele bekommen. Und setzt diese Musik dazu noch, ey, unglaublich. Ja, ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen hart. So übelst die Verarschung. Ich muss hier mal so ein bisschen Hardrock einfügen. Oh, Gott sei Dank. Warte kurz. Ja, gut.